Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat Mitte Februar gesagt, sie würde gegen alle vorgehen, die den deutschen Staat delegitimieren. Und sie meint damit insbesondere die sogenannten Rechten. Aber die Rechten braucht Nancy Faeser gar nicht mehr, denn der Ampelstaat delegitimiert sich selbst. Konkret die Ampelregierung. Sie verstößt systematisch gegen das Grundgesetz, nun auch wieder beim Kompromiss bezüglich des Haushaltes für das kommende Jahr 2025. Darüber berichtet sehr ausführlich die FAZ, aber das haben Sie wahrscheinlich schon in allen Medien gesehen. Ja, auch die Tagesschau hat ziemlich lange darüber berichtet, erstaunlicherweise. Denn im Grunde genommen ist das sehr katastrophal für die Ampel. Es ist auch wieder unsicher, ob die Ampel überhaupt das Ganze überlebt. Das ist auch das erste Kommentar der FAZ. Aber zunächst mal zu den Fakten. Ja, also wieder ist hier ein Kompromiss, der nicht verfassungskonform ist. Ja, mal wieder. Und das ist natürlich kein katastrophales Zeichen für die Bürger, für die ganzen Wähler. Denn sie haben immer mehr den Eindruck, wir werden von Leuten regiert, die ja keinen Respekt haben vor dem Grundgesetz, ganz einfach. Ja, also das ist wirklich unglaublich. Sie versuchen sich mit Tricks eben durchzuwursteln und auf diesem Wege ihre ideologischen Programme eben durchzusetzen. Und das Grundgesetz, die Verfassung, ja, die spielt offensichtlich keine große Rolle im Kopf dieser Leute, insbesondere bei den Grünen und bei der SPD. Was schreibt hier die FAZ, weil die das sehr gut zusammengefasst hat? Das ist auch im Wirtschaftsteil. Der Wirtschaftsteil ist wesentlich konservativer in der FAZ als zum Beispiel der politische Teil. Und zwar, der fragile Kompromiss der Ampelregierung zum Bundeshaushalt 2025 gerät schon wieder ins Wanken. Dabei ist es erst 2 Wochen her, dass das Bundeskabinett seinen Etatentwurf beschlossen hat. Also, ja, und das war ja damals schon ziemlich zusammengeflickt. Da hat ja jeder gemerkt, okay, die wollen irgendwie schnell in die Sommerpause gehen. Die wollen irgendwie kein Eklat haben. Sie wollen irgendwie nicht signalisieren, die Ampelkoalition ist völlig, ja, unfähig. Sie kann gar nicht mehr dieses Land regieren, insbesondere aufgrund der ganzen katastrophalen Umfrageergebnisse und der letzten Europawahl. Sie wollten signalisieren, wir stehen ganz fest da und wir können dieses Land regieren. Sie wollten kein weiteres negatives Signal geben, insbesondere im Hinblick auf die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg. Aber siehe, das Ganze ist eigentlich eben doch nicht verfassungskonform. Nach heftiger Kritik des Finanzrechtlers Hanno Kube bringen nun auch der wissenschaftliche Beirat beim Bundesfinanzministerium und der Bielefelder Verfassungsrechtler Johannes Hellermann grundlegende Bedenken zu den Überlegungen der Regierung vor. Ja, und das macht natürlich Schule. Das heißt, egal was inzwischen die Ampel sagt, ja, dann alle Leute sagen, okay, das muss erstmal nach der Verfassungskonformität überprüft werden. Ja. Also hier zum Beispiel ist wieder eine neue Diskussion entstanden über das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz, welches erlaubt, einmal im Jahr das Geschlecht zu wechseln, nach diesem Vorfall bei den Olympischen Spielen. Die Leute sagen, das kann doch nicht wahr sein, das kann doch nicht zu solchen Situationen führen. Da erklärt sich jemand als Frau, boxt gegen eine Frau, ja, also er schlägt eine Frau und das ist völlig richtig. Das ist alles innerhalb des Gesetzes. Das wird erlaubt von diesem Selbstbestimmungsgesetz. Ich meine, wie kann so etwas eigentlich richtig sein? Wie kann so etwas rechtlich richtig sein? Jeder Mensch spürt doch, das kann doch nicht sein, dass ein Mann oder ein Mann, der sich als Frau erklärt, eine Frau zusammenschlägt bei den Olympischen Spielen. Ja, also das ist aber alles möglich geworden durch diesen grotesken Selbstbestimmungsgesetz. Ja, und die Leute spüren, da stimmt das nicht. Ja, aber zurück eben zur FAZ und zu diesem Haushaltsentwurf. Also was Linda dazu sagt, für mich ist eines absolut klar. Verfassungsrechtliche Risiken oder ökonomisch nicht Sinnvolles werde ich als Finanzminister nicht unterstützen. Das ist schon und gut, aber die Leute wissen, das hat ja keine Konsequenzen. Er stoppt das Schlimmste, ja vielleicht gerade mal, aber die Ampelkoalition bleibt trotzdem bestehen. Es kommt immer wieder diese Warnungen, zum Beispiel von Wolfgang Kubicki, dem FDP-Vizepräsidenten des Bundestages, aber es bleibt dabei. Das heißt, die sind im Grunde sowas wie eine Feuerwehr. Das heißt, sie versuchen eben, dass die Verfassungskonformität noch erhalten bleibt, aber mehr als das nicht. Und selbst das wirklich mit großer Mühe, denn trotzdem kommt ein Gesetz nach dem anderen, welches eben nicht verfassungsmäßig ist. Also ich meine, so etwas, also ich habe noch nie sowas in Deutschland, so etwas erlebt. Ich glaube, das hat niemand, also selbst Leute, die sehr alt sind, haben so etwas niemals erlebt, dass man ständig die Verfassung gebrochen hat. Also ich glaube, selbst Leute, die
90 Jahre alt sind und die, Entschuldigung, die ganzen SPD-Regierungen erlebt haben mit Willy Brandt und oder Helmut Schmidt, das hat es doch damals nicht gegeben. Die Leute hatten einen Respekt vor dem Grundgesetz und dieser Respekt ist völlig bei unseren Politikern verloren gegangen. Das muss man ganz klar sagen, die Ampelregierung ist ein Fall für den Bundesverfassungsschutz. Das ist die größte Gefahr für die Demokratie und das politische System in Deutschland, ist diese Ampelregierung. Und das sind nicht die Rechten oder eine Zeitschrift kompakt mit 40.000 Auflage. Das ist wirklich völlig grotesk, was hier abläuft. Und dann eben komme ich zum Schluss. Die größte fachliche Kritik erntet unter den erwogenen Kunstgriffen mit Gänsefüßchen, der Plan nicht genutzte Kredite in Höhe von 4,9 Milliarden Euro, welche die staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbaubank für die Gaspreisbremse in der Energiekrise erhalten hatte, für den regulären Etat zu nutzen. Ein sehr ähnliches Vorgehen hatte das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil von 2023 für unzulässig erklärt. Das heißt, die benutzen wieder dieselben Tricks, ja, die schon verboten worden sind vom Bundesverfassungsgericht. Aber das ist interessiert nicht. Nochmal machen sie das, ja. Und damit zerstören sie das Vertrauen der Menschen in den deutschen Staat. Und das habe ich schon in einem Video gesagt. Also diese Ampelregierung zerstört so nachhaltig das Vertrauen der Bürger, dass die nächste Regierung das gar nicht mehr richtig machen kann. Egal, welche Regierung kommt. Also die Leute denken, okay, der Staat ist von irgendwelchen Leuten ja gekapert worden, die im Grunde genommen ihre Ideologien, ihre Vorstellungen durchsetzen wollen. Und denen ist es völlig egal, ob das Ganze verfassungsmäßig ist oder nicht. Und nochmal, das hat es in der Geschichte der Bundesrepublik nicht gegeben, so etwas. Ja, also das gibt es nicht, sowas. Ja, also egal, also blicken Sie zurück. 50er Jahre, 60er Jahre, 70er Jahre, das hat es niemals gegeben, dass man so systematisch eben das Grundgesetz missachtet hat. Und schließlich, die FAZ kommentiert in einem Kommentar hier, ja, also die sind einfach entsetzt über diese ganze Situation und sagen, ja, also das ist nicht mehr reparabel. Das Vertrauen der Menschen ist nicht mehr, ist irreparabel geschädigt und das hat schon sehr lange angefangen. Mit dem Heizungsgesetz kippte in großen Teilen der öffentlichen Wahrnehmung die gesamte Transformationsagenda von Rot-Grün. Und das wollen die Grünen bis heute nicht einsehen. Insbesondere Robert Habeck und Annalena Baerbock und solche Leute, die wollen das nicht einsehen. Sie kapieren nicht, ja, sie wollen das nicht kapieren, ja, dass das Vertrauen der Menschen in diese grüne Politik kaputt ist, ganz einfach. Die Leute haben die Grünen abgehakt. Das sieht man auch in den Umfragewerten, inzwischen bei 10%. Ich nehme an, das wird bald unter 10% sein, aber das wollen die nicht wahrhaben. Das heißt, sie sind so ideologisch geprägt, dass die nicht wahrhaben können, also sie können nicht verstehen, dass die Leute eben diese Grünen eben nicht mehr haben wollen. Also deshalb, das ist wirklich eine zerstörerische Politik, was hier gemacht wird, ja. Und es ist einfach unfassbar, ja. Und da nochmal, dass die FDP da immer noch mitmacht, das ist wirklich, ja, unglaublich einfach. Und zwar, dann beschnitt das Bundesverfassungsgericht ganz erheblich den finanziellen Spielraum einer Regierung, deren wirtschaftspolitische Strategie auf Geldausgaben und nicht auf eine angebotspolitische Offensive zielte. Das heißt, Investitionen machen, mehr produzieren, die Wirtschaft verbessern und so weiter. Nein, sie wollten einfach mehr Schulden machen und das wurde eben gestoppt vom Bundesverfassungsgericht. Ja, also wenn wenn Karlsruhe nicht ständig einschreiten würde, hätten wir eigentlich schon längst eine Politik, die gar nicht mehr im Sinne des Grundgesetzes ist. Also es ist wirklich unglaublich. Also das ist die Situation, in der wir leben. Das heißt, wir werden hier einen weiteren sehr, ja, heftigen Sommer haben, ja, weil jetzt kommt natürlich das Ganze wieder auf den Tisch. Jetzt muss wieder die Ampelregierung diesen Haushalt verhandeln, ja. Sie brauchen einen Haushalt für das Jahr 2025, denn ansonsten könnt ihr eigentlich gar nicht regieren. Also das ist die Situation, die wir hier haben, und zwar schon seit sehr langer Zeit. Also das ist der Zustand dieser deutschen Politik. Und wie gesagt, also ich bezweifle, dass die nächste Regierung, egal wer kommt, ob CDU regiert oder wer auch immer, CSU, Markus Söder, egal wer, also die können diesen ganzen Schaden, den die Ampelregierung
hier angerichtet hat, das kann, ist nicht mehr reparabel. Aber das wird jahrelang dauern, also 10 Jahre mindestens. Da müssen wieder Leute kommen, wie in den Anfangsjahren der Bundesrepublik, also Leute wie Konrad Adenauer, Ludwig Erhard, Leute, die eben so integer waren, dass man sagen konnte, okay, in diesen Leuten habe ich Vertrauen, auch wenn sie Sachen machen, die ich nicht verstehe, weil ich natürlich nicht die Fachkenntnisse dazu habe. Ich habe das Gefühl, ich merke, diese Leute agieren richtig. Ja? Sie agieren entsprechend dem Grundgesetz, ja? Sie respektieren die Gesetze. Das dauert wirklich sehr lange, bis das wiederhergestellt wird, nachdem diese Ampelregierung dermaßen eben das Grundgesetz systematisch missachtet und immer noch das tut, jetzt eben jüngst nochmal mit diesem Haushaltsentwurf.